So, ich bin fertig. Ist fertig? Ja. Geht's los? Geht's los. Gut. Ist ein paar schweizerdeutsches Format. Ja, ich halte mich aber zurück heute mit meinem Schweizerdeutsch, okay? Gut. Wenn du Schweizerdeutsch verstehst, dann... Ja, das geht, glaube ich, ganz gut. Machen wir das auf Schweizerdeutsch. Ja. Oliver Kai Fotografie. Richtig. Ist Kai ein Künstlername oder ein Zweitname? Ist ein Künstlername. Ah, ja. Gut. Oliver Köster. Genau. Gut. In Zürich daheim. Richtig. Fotograf. Richtig. Schaffst du noch etwas nebenzu? Ja, ich habe auch noch einen richtigen Beruf. Was ist der richtige Beruf? Eigentlich bin ich in der Unternehmensberatung. Okay, gut. Du hast keine Webseite? Ich habe eine gehabt, die habe ich aber vom Netz genommen. Jawohl. Wegen DSVOG und so weiter. Und wir sind in der Schweiz. Ja, aber ich arbeite halt auch viel für europäische Kunden. Und okay. Ich wollte es sowieso einmal komplett überarbeiten. Aha. Und habe dann die Gelegenheit genutzt, habe sie jetzt erstmal vom Netz genommen und bin dabei, sie zu überarbeiten. Aber es kommt dann wieder eine Website. Und vor allen Dingen will ich noch eine neue Website machen, weil ich bisher hatte ich alles so gemischt, alles, was ich so mache. Und ich möchte gerne noch eine getrennte für die Hochzeitssachen, die ich mache. Also da bin ich im Moment dran, das zu überarbeiten. Also machst du nicht nur People, sondern auch Hochzeit? Genau, ja. Und du hast dich angeboten, ein paar Tipps zu geben für People-Fotografie. Ich werde zuerst ein Bild anschauen, weil mich interessiert, wie das mit der Haut gemacht ist. Ich bin nicht Coiffeur und so, aber ich habe das Bild auch und sage, wow, cool gemacht. Ja. Die liegt nicht am Boden. Nein. Man sieht niemanden die Haut heben. Genau. Erzähl. Ja. Also du willst, dass ich gleich meine geheimsten Tricks verrate? Nein. Also du kannst auch darum reden, aber es bringt nichts. Nein, absolut. Nein, das ist okay. Also der erste Tipp, den ich geben kann, was People-Fotografie angeht, ist, man sollte immer in einem Team arbeiten. Aha. Und sie steht tatsächlich, also sie liegt nicht, sondern sie steht. Und es waren tatsächlich zwei Leute, also die Make-up-Artistin und noch jemand, der mich bei dem Shooting unterstützt haben, die rechts und links standen und dann mehr oder weniger die Haare hochgeworfen haben. Und ich habe dann im richtigen Zeitpunkt abgedrückt. Also das sieht jetzt alles sehr schön aus und sehr einfach aus. Also wir haben ungefähr... 40 Versuche gebraucht, bis alles gepasst hat, bis die Haare richtig lagen. Der Gesichtsausdruck ist natürlich auch nicht einfach für das Model, wo ich dann gleich beim nächsten Tipp bin, dass man eben, wenn man People-Fotografie macht, was viele Fotografen, glaube ich, vergessen ist, also das ist so die Erfahrung, die ich habe und die ich eben auch von den Leuten höre, mit denen ich arbeite, dass man natürlich Menschen mögen muss, wenn man People-Fotografie macht. Das ist hört sich sehr selbstverständlich an, aber erfahrungsgemäß ist das nicht immer so. Und darüber muss man sich im Klaren sein, dass man Menschen mögen muss, dass man neugierig sein muss auf sie. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was mache ich jetzt? Also ob der Mensch im Vordergrund steht oder ob es eben Fashion-Shoot ist, wo die Sachen im Vordergrund stehen, wo ich mit professionellen Models arbeite. Aber auch die verdienen natürlich Respekt und die müssen auch das Gefühl haben, sie sind Bestandteil des Teams. Aber noch bedeutender wird es natürlich, wenn ich Porträts mache und ich wirklich die Persönlichkeit darstellen will. Also da muss ich neugierig sein auf die Menschen, muss mich auf sie einlassen können. Und ich glaube, das ist was, zumindest so, was ich gehört habe, auch von Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, dass das nicht alle beherzigen. Hört sich sehr selbstverständlich an, aber darüber muss man sich wirklich im Klaren sein. Ja, natürlich musst du können mit Menschen umgehen. Ich denke auch, je näher du mit einem Menschen stehst, je besser du ihn kennst, umso besser absolut kannst du ihn fotografieren. Ja. Das habe ich vor allem festgestellt, wenn ich Kollegen fotografiert habe oder gute Freunde, dann ist es viel einfacher gewesen als ein Fremder. Wenn ein Fremder kommt, dann ist es immer so schwierig, bis du das Eis brichst. Was machst du da zum Eis brechen? Einfach? Ja, also es kommt natürlich ein bisschen auf das Engagement an. Also zum Beispiel, ich mache ja auch Hochzeiten. Jawohl. Bei den Hochzeiten ist es wirklich so, verbringe ich einen ganzen Abend mit dem Paar. Also ich treffe mich mit denen oder manchmal laden sie mich auch nach Hause ein und dann rede ich mit denen den ganzen Abend. Es geht nicht nur dabei um Fotografie, sondern es geht wirklich dabei, die kennenzulernen. Ich meine, insbesondere wenn ich auf einer Hochzeit bin, dann bin ich 8-10 Stunden als Gast auf deren Party und dann wollen wir natürlich beide sicherstellen, dass es auch dann funktioniert. Bei normalen Porträts ist es eigentlich auch so, dass ich ganz gerne habe, wenn ich sie vorher schon kenne, wenn ich mal einen Kaffee mit denen getrunken habe oder wenn das nicht möglich ist, dann plane ich genug Zeit ein beim Shooting, dass es so eine halbe, dreiviertel Stunde am Anfang gibt, wo man sich halt ein bisschen kennenlernt und wirklich auch herausfindet, was ist denen wichtig und wie sind die drauf? Ja, das ist ja auch wichtig. Das ist vielleicht der nächste Tipp. Wir haben jetzt schon drei, oder? Vielleicht sind es doch mehr als fünf. Ja, ist gut. Kommunikation ist unglaublich wichtig, finde ich. Also ja. Nicht nur, dass ich kommuniziere, sondern auch wie ich kommuniziere. Mhm. Also immer positiv. Selbst wenn man was verbessern will, dann sagt man, okay, das war jetzt nicht schlecht, aber wir können es vielleicht nochmal so und so anders machen. Ich höre teilweise Fotografen sagen, oh, das sieht aber doof aus oder so.
du verunsicherst die Leute vor der Kamera. Insbesondere, wenn du nicht mit Professionellen arbeitest. Ja, du, ne? darfst natürlich, du musst denen möglichst ein gutes Gefühl geben, ja. damit sie sich möglichst wohlfühlen, genau. damit sie möglichst genau. locker ja. werden. Und dann funktioniert es wahrscheinlich sehr einfach. Ja. Eins, was ich ziemlich cool gefunden habe. Ja. Okay. Ich frage mich halt, die Rollen sehen nicht sehr authentisch aus. Du siehst, dass das Wald einfach ins Wasser hineintünkelt. Und er hat keine Farbe dran. Und das ja. oben dran, das Streifen, das habe ich in Photoshop gemacht. Ja. Ist schon so, oder? Ja. Klar. Also, das war auch eine sehr spontane Idee, muss ich sagen. Also, ich als Model gar nicht angeschaut, dass er den Roller angeschaut. Ja, ja. Nein, das war eine sehr spontane Idee. Wir hatten, also, die Idee war eigentlich, ein Dessous-Shooting vor dieser pinken Wand zu machen, mit den Lockenwicklern und so weiter. Und dann haben wir halt gesehen, dass im Studio noch diese Rolle rumlag. Und da habe ich gesagt, komm, da können wir irgendwas draus machen. Und es war keine Farbe da, deswegen ist quasi, der Roller ist noch nicht mal nass, sondern das ist alles mit Photoshop gemacht. Ah, sogar. Ja, klar. Also, ja, aber es sieht trotzdem cool aus. Also ich finde halt, es ist sehr cool von der Farbe her. Also Hintergrund pink, vorderan, hautfarbig. Ja. Der Schatten ist auch natürlich. Der ist natürlich, ja. Das sieht auch unglaublich cool aus. Also ist wirklich cool. Ja. Das Model ist auch sehr... Also klar, ich habe natürlich Dodge and Burn gemacht und so ein bisschen nachbearbeitet. Aber der Schatten ist da. Mhm. Deswegen finde ich auch, man muss auch mal andere Sachen probieren. Natürlich. Es heißt ja immer, wenn du anfängst mit Studiofotografie, ne, stell das Model nicht so nah an die Wand, pass auf mit dem Schatten und so. Aber ich finde es eben, ab und zu finde ich es mal cool, weil es bringt sehr viel Tiefe in das Bild. Ne? Mhm. Und hier passt es irgendwie. Das passt sehr gut, ja. Denn... Das gleiche Model, glaube ich. Ja, genau. Es war auch vom selben Shooting. Also sehr hell. Ja, genau. Aber auch sehr, wirklich sehr schön. Mhm. Wie viele Lampen braucht man für so etwas? Ich frage das Laie, ich habe keine Ahnung. Okay. Also, ich glaube, dieses Bild, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist mit zwei Lampen entstanden. Ich setze gar nicht so viele Lampen ein. Okay. Es gibt ja da Experten, die brauchen immer. Wir haben, glaube ich, gleich noch ein Bild dabei. Das ist das Komplexeste, was ich je gemacht habe, vom Lightsetting her. Das hat vier Lichter, aber normalerweise, ich fange immer bei solchen Shootings, fange ich an mit einem Licht. Mhm. Immer. Zuerst aufs Model oder zuerst auf den Hintergrund? Genau. Also ich fange erst mit einem Licht an, nur aufs Model. Und dann, klar, wenn ich dann natürlich einen weißen Hintergrund haben will und hier wollte ich einen wirklich schön weiß haben, dann brauchst du noch ein bisschen Licht im Hintergrund. Vielleicht habe ich hier ein oder zwei gehabt, ich weiß es gar nicht. Und dann nehme ich vielleicht noch mal eins von oben fürs Haar, weil das war mir hier auch sehr wichtig, dass das Haar ein bisschen leuchtet. Und du hast natürlich hier die Brille, musst du aufpassen, dass du halt nicht diese tiefen Schatten, keine Spiegelung und nicht die tiefen Schatten im Gesicht hast. Deswegen habe ich hier ein paar Lichter mehr eingesetzt und habe auch einen Reflektor eingesetzt, um die Schatten aufzuhellen. Also zwei fürs Model und zwei für den Hintergrund? Ja, genau. Also da sind wir schon bei vier, Ich habe mal in so einem Studio, da haben wir so einen Kurs gehabt, wo ein Studio war, und dann haben wir auch einen Haufen, da ist das Hintergrund ausleuchten und so. Ja. Bevor es losgegangen ist, so ein Haufen Licht auf den Hintergrund, dann das Model, dann alles Mögliche ausgeleuchtet, damit es in den Schatten gibt, und dann irgendwie noch irgendeinen Schatten. Ja. Und ich dachte, das ist ja unglaublich aufwendig. Ja. Aber ja, das Resultat ist gut, es geht überhaupt nicht auszusetzen. Ist das... Also für was brauchst du deine Bilder? Ist das ein Auftrag gewesen? Ist das ein freies Shooting gewesen? Das war ein freies Shooting, ja. Das war für mich und auch, ich habe dort mit einer sehr guten Make-up-Artistin, die meine Lebensgefährtin ist, gearbeitet. Okay. Und wir haben halt einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Aber das war wirklich für mein Portfolio, das war keine Auftragsarbeit. Aber das Ziel ist natürlich schon so etwas zu kaufen. Ja, klar. Okay. Da finde ich den Bildausschnitt sehr spannend, weil ich bin ein Fan von mutigen Beschnitt oder engen Beschnitt, weil alles aufs Bild bringen kann jeder, aber im Prinzip möglichst viel beschneiden, dass es trotzdem noch gut aussieht, finde ich gar nicht einfach und macht es auch spannender und auch intensiver. Ja. Du hast dann irgendwie viel weniger Möglichkeiten, aber ich denke, das lange vollkommen. Ja. Also das ist so, und das ist ja eben, das ist ein klassisches Porträt. Mhm. Hier geht es also nicht darum, irgendwie wie bei dem anderen Bild, eine Klamotte oder die Kette, da ging es ja im Wesentlichen drum, und das Make-up vor allen Dingen, sondern hier ging es wirklich um die Person. Und ich finde halt, wenn man den Augen nahe rückt und wenn man so ein bisschen das Gesicht beschneidet, dann wird die Kommunikation in dem Bild mit dem Model einfach sehr intensiv. Ja. Und sie hat halt einen schönen Blick, einen sehr intensiven Blick, und die Lippen sind toll. Und dann habe ich ein sehr spezielles Licht benutzt in diesem Shooting, also diesen Fresnel-Spot, wie man früher das in den Hollywood-Shoots genutzt hat. Das ist also ein Licht, was sehr speziell ist. Es ist sehr hart und zentriert in der Mitte und wird nach außen immer weicher. Und das gibt so dieses typische Hollywood-Design. Jawohl. Und das habe ich halt hier benutzt. Und
Es ist einfach perfekt hier, was mir halt sehr gut gefällt, dass es genau dieses Rembrandt-Dreieck zeigt unter dem rechten Auge, also bildseitig links. Ja. Ja, dass quasi der Schatten von der Nase natürlich auf die linke Seite fällt, aber eben genau dieses Dreieck, wo das zweite Auge ist, beleuchtet ist. Und das ist ja der klassische Rembrandt-Beleuchtung. Und das ist natürlich nicht so einfach, das mit einem Model, was sich ja bewegt und nicht die ganze Zeit still sitzt, das so hinzubekommen. Und deswegen bin ich sehr zufrieden mit dem Bild. Und es zeigt wirklich den Charakter. Und es ist sehr intensiv und deswegen finde ich auch diesen engen Beschnitt gut. Ich habe es auch genauso fotografiert, also ich habe es nicht nachträglich beschnitten, sondern okay. Ich versuche, das gelingt mir nicht immer natürlich. Natürlich muss man mal ein bisschen nachschneiden und so, aber im Prinzip habe ich das Bild auch so fotografiert. Okay, sehr gut. Tut sieht sehr, sehr glatt aus. Ja. Ist das, bringt man das ja, ist ein bisschen, mit der Kamera so an? Nein, bringt man mit der Kamera nicht so an. Ist auch natürlich nachbearbeitet. Ich bezeichne meinen Stil ja als Beautray. Beautray. Ja, genau. Das ist eine Mischung aus Beauty und Portrait. Das heißt also natürlich... Ich sag Betray. Beauty und Betray. Entschuldigung. Ja, kann man so sehen. Aber also was ich eben mache, ist, ich versuche, das Betray aus dem Beauty zu reduzieren, so weit wie möglich. Okay. Also natürlich wende ich die Bearbeitungstechniken an. Also natürlich mache ich die Haut ein bisschen smoother, weil es ist mit dem Fresnel Spot einfach unglaublich hart. Es ist wirklich heftig. Und wenn du es nicht machst, sieht die Haut unnatürlich rau und porig aus. Und deswegen habe ich es ein bisschen nachbearbeitet. Nicht so viel wie im Beauty. Mhm. Also man sieht ja zum Beispiel Muttermale und so weiter. Mhm. Man kann auch Hautporen noch erkennen. Aber ich wende quasi die Techniken an, aber reduziere sie eben, um nicht die Persönlichkeit zu verwischen. Natürlich. Ja? Also deswegen nenne ich das Beautray, weil es halt die Techniken anwendet, aber doch in einem sehr stark reduzierten Maß. Okay. Hamburg Speicherstadt. Genau. Ja. Ich habe die Stege gesehen und irgendwie das Gefühl gehabt, und noch sind noch mehr Bilder von Hamburg. Ja. Man sieht es manchmal, wo das ist. Finde ich sehr cool, auch mit den also wie Lamellen von einer Storre, aber wahrscheinlich irgendwie von den Stegen. Genau. Also ich habe, das ist mal so ein klassisches Outdoor-Shooting. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel Studio gemacht. Mhm. Und wir hatten dann, das war auch zusammen mit meiner Lebensgefährtin, die als Make-up-Artistin gearbeitet hat in dem Shoot, hatten wir einfach mal wieder Bock, Outdoor zu shooten. Und wir sind wirklich den ganzen Tag durch Hamburg gelaufen, durch die Speicherstadt und andere Gegenden und haben dort wirklich sehr viel Outdoor geshootet. Ich habe an diesem Platz habe ich 3-4 verschiedene Bilder gemacht. Ich habe sie erst weiter oben sitzen gehabt. Was hat dazu geführt, dass ich weniger Umgebungslicht hatte und sehr starke Kontraste. Mhm. Und das ist unten, also weiter unten. Was von der Straße noch reflektiert? Nee, von der Stiege. Ja. Also das ist jetzt die erste Treppenstufe. Aha. Also da wird noch sehr viel Licht von den umliegenden Wändern und so weiter reflektiert. Ja. Deswegen sind die Schatten hier nicht so hart. Und ich, ja, das ist spannend, dass man überhaupt... Dass es nicht zu fest aufhält. Und das ist kein Kunstlicht, kein Reflektor, nichts. Nicht. Also das ist wirklich nur spannend. Natürliches Licht. Aber als ich die beiden Bilder dann nebeneinander liegen hatte, ich hatte mit meiner Freundin da oder mit meiner Lebensgefährtin da wirklich eine heiße Diskussion, weil ich fand eigentlich das mit dem starken Kontrast stärker und sie mag halt eher das Softige. Und klar, wie sieht ein Kompromiss aus? Man postet beide Bilder. Also man nimmt einmal natürlich, das mit dem harten Kontrast. Aber du hast auch das mit dem weichen Kontrast. Also ich habe das sehr, sehr, also ja, es ist sehr weich und es funktioniert sehr gut. Und ich finde, es ist so Bilder lange vollkommen, du musst gar nicht viel Material mitschleppen. Ja. Klar, musst halt dann ein bisschen mehr schauen, wo das anstellt, das Model. Aber ich glaube, das ist die Herausforderung für den Fotograf, dass du kannst rausgehen mit dem Model und sagen, stehst du mal dort an, statt einfach das Licht anstellen und sagen, jetzt machen wir da, weil genau. es gut ist. Genau. Finde ich viel interessanter, als alles zu inszenieren. Ich habe eine coole Bildidee gefunden. Ich freue mich einfach, wieso dass die halbe Nacht ist. Also, geht es jetzt ums Model in Unterwäsche? Oder geht es darum, dass Model Musik hört? Oder hören alle Frauen so Musik? Ja. Okay. Vor allen Dingen sonntags morgens. Gut, okay. Also das war halt so die Idee. Ne? Ja, es sollte so eine... Es gibt auch Szenen oder verschiedene Bildausschnitte. Und ja, ich habe es ganz cool gefunden. Ja. Auch mit den Dings. Wahrscheinlich ist gar keine Musik auf dem Kopfhörer. Hast du Musik auf dem Kopfhörer? Nein, ist keine Musik. Damit es noch ein bisschen authentischer... Ja. Ich weiß nicht. Ja. Aber mit der Platte und so, sehr simples Motiv auf eine Art, aber es passt sehr gut. Ja, danke, ja. Also eben, das war genau die Idee. Es sollte halt so eine Art Sonntagsmorgenstimmung sein. Wir haben es eigentlich abends oder nachmittags fotografiert.
Das ist bei mir zu Hause übrigens. Ja. Also auch da nutze ich das als Fotostudio ab und zu, weil ich habe eine sehr schöne helle Wohnung mit weißen Wänden und da kann man, das ist auch rein natürliches Licht, also da ist kein Kunstlicht drin. War ein später Nachmittag, aber es sollte eben so eine Sonntagmorgen relaxte Stimmung sein, ja. Und das war die Idee eigentlich. Ja, funktioniert gut. Und ich finde, das kann jeder nachstellen oder auch machen, probieren zu machen. Weil klar, dass du eine Schallplatte hast, vielleicht schwieriger, die hast du vielleicht nicht mehr daheim. Dann hast du halt irgendetwas anderes an. Genau. Aber das muss man dann ein bisschen flexibel sein. Ja. Da gibt es auch mehrere Bilder dazu. Es ist irgendein Shooting mit einem Polizeiauto. Ja. Ich habe das relativ cool gefunden. Ich freue mich, es sieht ein bisschen aus wie in Amerika, aber hinterher ist das Maisfeld. Kann das sein? Mhm. Also, schon bei uns gemacht. Ja. Ja, okay. Das in Bülach ist das gemacht. Bülach. Ich habe dort einen Reiterhof gefunden, der diese weißen, typischen amerikanischen weißen Zäune hatte. Okay. Und da habe ich angerufen und habe gefragt, ob wir da shooten können. Und die waren total begeistert. Ich habe denen erklärt, das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, ne, wenn man solche Sachen macht, also einfach fragen. Also natürlich, sie können nur Nein sagen. Also ich habe dann sogar noch, dann haben die gesagt, ja, aber es ist eine öffentliche Straße. Dann habe ich noch in der Gemeinde angerufen. Muss man das? Ja, sollte man machen, weil ich hatte zwei große Autos. Okay. Und das eine war eben aufgemacht als Polizeiauto. Ja. Und da sollte man schon sicher sein, dass die dort Bescheid wissen. Die waren total begeistert. Dann kam die Polizei und hat sich da hingestellt, hat den Verkehr geregelt, dass wir in Ruhe dort shooten können. Weil ich hatte dort Blitzlichter im Einsatz, also weil die Sonne halt sehr hart war, deswegen brauchte ich Blitze. Und die haben dann sogar noch die Straße abgesperrt und haben uns wirklich geholfen, dass wir da in Ruhe shooten konnten. Also war sensationell. Auch vielleicht als Tipp, ne, wie kommt man an solche Ideen? Der Typ, dem die Autos gehören, ist ein Arbeitskollege von mir gewesen. Und das ist so sein Hobby. Der ist halt so verrückt auf amerikanische Autos und sammelt die und macht die fertig. Und er hat eben ein so ein Ding, was er wirklich als komplettes Polizeiauto fertig gemacht hat. Und der hat auch die ganze Ausrüstung dazu. Und da habe ich gesagt, Mensch, Tim, da müssen wir irgendwas mitmachen. Cool. Und dann habe ich halt noch ein Model engagiert und das war auch ganz lustig. Es war eigentlich ein bezahltes Model, also ich habe sie bezahlt oder das war die Idee. Aber dann habe ich ihr die ersten Bilder gezeigt und die war so begeistert von den Bildern. Dann habe ich gesagt, kann ich die Bilder haben? Dann habe ich gesagt, ja, dann lass es uns als TFP umwandeln. Okay. Hat sie gesagt, mache ich gerne. Also hat auf ihr Honorar verzichtet, damit sie die Bilder bekommt. Das also, ist natürlich auch ein guter, das ist auch ein guter Tipp, versuchen, das in das TFP umzuwandeln. Ja, also das ist das auch ein großes Thema, gerade wenn du mit professionellen Models arbeitest, die wollen dann immer die Bilder haben. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du haben, aber dann müssen wir halt über die Konditionen reden. Also ich sehe nicht ein, dass ich ein Model bezahle und dass die dann hier hinterher 20 oder 30 Bilder von mir bekommen. Ein, zwei gebe ich gerne raus, das ist kein Thema, aber ich habe eben letztens den Fall gehabt, die wollte dann 10 Bilder haben von mir und habe ich gesagt, ja, dann lass es uns umwandeln. Kost pro Bild so viel, so viel als Honorar, können wir gegen abverrechnen, kein Problem. Ja, aber schlussendlich ist ihr Job ist einfach zu modeln und das ist zahlt. Genau. Ja. Im Prinzip muss gar nichts. Aber das war wirklich eine tolle Geschichte. Auf die Bilder bin ich heute auch noch sehr, sehr stolz und sehr glücklich drüber. Das war schon ziemlich aufwendig mit den zwei großen Autos. Also wir hatten dann noch eine Freundin von meinem Arbeitskollegen, die hatte dann diesen großen Cadillac Convertible, den wir noch dazugestellt haben. Er hat dann das Polizeiauto gebracht und das war schon eine tolle Geschichte. Aber war für mich auch als Fotograf, muss ich sagen, eine echte Herausforderung, weil es war sehr, sehr grell an dem Tag, die Sonne schien wie verrückt und ich dann mit meinen kleinen mobilen Blitzen da rumgelaufen. Also, was hältst du für Blitz? Also, da darf ich gar nicht sagen, das habe ich mit Yongnuos gemacht. Aufsteckblitz? Ja. Spannend. Ja. Wie viel? 5 Stück. Also das darfst du schon sagen, das ist eigentlich noch das ist interessant, ja, dass man mit Sättig einen Blitz so etwas kann machen. Ja. Natürlich denkt jeder, ja, kannst du etwas Größeres nehmen, aber ist ja legitim. Klar, du musst dich halt nur richtig stellen, dass du nicht voll gegen die Sonne blitzt. Ja. Ne? Das war jetzt im Schatten zum Beispiel und ich habe dann halt, der Blitz kommt halt von rechts vorne, dass das Gesicht ein bisschen aufgehellt wird und so weiter. Also das geht schon. Und sie stehen halt sehr nah dran, das ist halt wichtig. Ne? Man kann ja auch die Blitzleistung auch mit Entfernung regeln. Und deswegen habe ich immer ein Team dabei. Das ist für mich immer das Wichtigste, im Team zu arbeiten. Also Make-up-Artistin, dann hatte ich noch einen Gehilfen, der mir mit dem Licht geholfen hat, eben dir diesen Blitz wirklich nah dann dran zu halten an die Person. Weil mir war ja klar, dass ich keine große Blitzleistung habe und dass ich eben dann die Entfernung halt reduzieren muss. Aber ja, das habe ich mit einem Yongnuo 560 gemacht. Also es geht. Gut, cool. Bisschen Werbung, ne, fürs Foto. Ja, das ist keine Werbesendung. Wird alles wegpiepst. Ein ganz anderes Bild. Ja. Eher ein bisschen, ich sage jetzt mal, düster oder mit weniger Licht. Ja. Sicher das Licht von hinten. Ja. Und noch irgendetwas Kleines von vorne. Oder nicht? Also das ist vom Lichtsetup genau das Bild, was ich eben angesprochen habe. Das ist das Komplexeste, was ich je gemacht habe. Okay. Also da habe ich 4 Lampen im Einsatz gehabt.
zwei von vorne und zwei von hinten, also eine von oben und eine hinten auf den Hintergrund. Aha. Was das Komplexe dabei war, eben diese düstere Stimmung einerseits, auf der anderen Seite diese klar definierten hellen Bereiche. Mhm. Und wir hatten ja noch eine Windmaschine im Einsatz. Das heißt, das Modell bewegt sich, der Wind, und dann wirklich so zentriert das Gesicht aufzuhellen und die Schatten wirklich an der richtigen Stelle zu haben. Und vor allen Dingen die Einstellung der vier Blitze zueinander. Und ich habe leider im Studio noch keine ferngesteuerten Blitze. Das heißt, ich muss die alle mit der Hand... Ich habe einen Schrittzähler angehabt. Ich habe an dem Tag 8000 Schritte im Studio zurückgelegt. Okay. Also das ist sensationell. Ich habe 2 oder 3 Stunden gebraucht, nur für dieses eine Bild. Aber ich bin nach wie vor extrem stolz drauf. Und das ist für mich eines der herausforderndsten und für mich persönlich eines der besten Bilder, die ich und je gemacht habe. Und hast du auch viel gelernt, oder? Extrem viel, ja. Klar. Extrem viel. Ja, das ist ja schon auch ein Punkt, dass du mit jedem aufwendigen Setup wahrscheinlich ein Zeit brauchst, bis alles funktioniert, aber noch sehr viel lernst dabei. Genau. Ja, ist interessant. Aber eben ferngesteuerte Blitz, die du mit dem Auslöser, vom Auslöser her kannst, die Regeln. Wäre mal eine Anschaffung wert. Eine Anschaffung wert. Denke ich mal, ja. Ich habe auch gesehen, du hast sehr viele Models, die über 40 sind. Ja. Die Frage, die auftaucht, stehst du auf ältere Frauen oder kommst du nur solche Models über? Oder gibt es einen anderen Grund? Der Grund ist ganz einfach. Also ich bin ja auch in verschiedenen Fotocommunities und natürlich auch auf Instagram. Und ich folge ja auch vielen Fotografen und ich finde einfach die 20-jährigen jungen, sehr hübschen Frauen, die haben einfach die totale Überhand in den Fotocommunities. Ja, und es ist auch sehr einfach zum Fotografieren. So, das ist es eben. Genau. Einfach, bezieht man nur anstellen, abdrücken, fertig. Genau. Aber in der Frau, die über 50 ist, sage ich mal, ist es sicher nicht ganz so einfach, um schöne Bilder zu machen, wo dann du und sie zufrieden sind. Also ich schon eher, aber sie zufrieden, das ist besonders die große Herausforderung. Das ist in der Tat so. Und ich habe so eine kleine Kampagne gestartet, findet man auch unter dem Hashtag 40 plus Beauty, also 40 als Zahl und dann plus Beauty, habe ich ein paar Serien geschossen. Extrem schwierig an Models zu kommen, muss ich sagen. Also weil ich auch gesagt habe, ich möchte keine professionellen Models, sondern ich möchte wirklich Frauen wie du und ich haben, die sich vor die Kamera stellen. Traut es nicht. Sie trauen sich nicht, sie sind der Meinung, dass sie nicht fotografierenswert sind. Oder das sagen auch, ja. Aber die müssen einfach mal sagen, darf ich 5 Bilder machen? Genau. Und wenn sie gut sind, machen wir weiter, wenn nicht. Genau. Also ich zeige eigentlich ungern während des Shootings die Bilder. Also wenn ich ein Bild habe, wo ich absolut von überzeugt bin und wo ich weiß, okay, das wird motivierend sein, dann zeige ich sie schon während des Shootings. Mhm. Sonst versuche ich es eher zu vermeiden. Aber was ich immer verspreche ist, bei solchen Shootings, sag, pass auf, da wird nichts veröffentlicht ohne dein Einverständnis. Ja. Also wir machen jetzt mal ein paar Serien und dann gibt es eine Galerie und du suchst dir die Bilder aus, die dir gefallen und dann reden wir darüber, was veröffentlicht wird oder nicht. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie man den Vertrag gestaltet. Der nächste Tipp, ich mache kein Shooting ohne Vertrag. Klar, ja, es hilft natürlich schon. Ja, das ist schon, ganz wichtig. Wenn es Ärger geht. Ja. Also hast du einfach noch weniger Ärger, wenn es Ärger geht. Ja, also es gibt unglaubliche Konstellationen. Ich hatte ein Shooting mit einem jungen Mädchen. Also die Mutter war dabei, war alles prima. Ich hatte einen Vertrag. Dann hatte das Mädchen auf einmal einen Freund und dann war der Freund nicht damit einverstanden, dass ich die Bilder veröffentliche. Und wenn ich keinen Vertrag gehabt hätte, hätte ich große Schwierigkeiten gehabt. Ne? Also da lege ich mittlerweile sehr großen Wert drauf. Und das ist aber das Problem bei den 40 Plus, wirklich jemanden zu finden, die mutig genug sind, vor die Kamera zu treten. Und wie ist es gewesen nachher? Haben gewiss nicht gesagt, sind alle Bilder nicht gut oder haben alle irgendein Bild gefunden, das gut ist wahrscheinlich? Ja, also wenn es dann zum Shooting gekommen habe ich im Nachhinein keine Probleme gehabt. Ja. Also ich habe nie jemanden gehabt, der gesagt hat, da gefällt mir nichts von, da möchte ich nichts von veröffentlicht haben. Es gibt manchmal Meinungsverschiedenheiten bezüglich bestimmter Bilder, die ich gerne veröffentlichen würde, wo die Models dann nicht so mit einverstanden sind. Das gibt es ja. Oder wo sie dann von mir verlangen, mehr nachzubearbeiten, wo ich aber gesagt habe, Moment, das ist ja gerade der Witz, ja, ich will ja jetzt nicht eine 40- oder 50-jährige Frau fotografieren und dann so stark nachbearbeiten, dass sie wie eine 20-jährige aussieht. Also da gibt es schon, also ich will mir nicht sagen, Meinungsverschiedenheit, Diskussion, aber dass jemand sagt, da gefällt mir gar nichts von, das habe ich bisher noch nicht erlebt. Was ich schon erlebt habe, ist, dass sie kurz vor dem Shooting, also kurz vor heißt einen halben Tag, manchmal sogar 2 Stunden vorher, einen Rückzieher machen. Okay. Das ist natürlich sehr enttäuschend.
Man hat ja auch sich ein bisschen sich vorbereitet, das ist zumindest mein Anspruch, also ich versuche mich vorzubereiten. Man hat vielleicht eine Visagistin engagiert und dann heißt es 2 Stunden vorher, ich mache einen Rückzieher. Aber das ist Gott sei Dank nicht so oft vorgekommen. Also wenn etwa 40 plus ist, weiblich? Bei mir melden, genau. Gut, männlich, krass Thema. Auch, sehr gerne. Das ist, siehst du bei meinem Portfolio, ich habe sehr, sehr wenig Männer, weil das finde ich noch schwieriger. Also Männer zu finden, ist noch viel, viel schwieriger. Also ich bin 47, aber ich würde jetzt nicht unbedingt. Ich weiß nicht. Ein ganz anderes Bild, ja, das ich auch von der Gestaltung her interessant gefunden habe. Du siehst im Prinzip einen Hut, Lippen. Fertig. Fertig. Genau. Noch ein Farbe unten dran, die müsste es nicht zwingend sein. Ja. Aber ist wieder eine sehr, sehr mutige Bildgestaltung. Und ich aber finde, wird der Mut belohnt, wenn es einfach anders ist. Wenn du bleibst hängen beim Durchschauen, als wenn du irgendwie einfach nur Porträts siehst. Genau. Auch, was ich an dem Bild sehr schön finde, echte Teamarbeit. Also ich hatte eine Make-up-Artistin engagiert, die Jessica. Die kommt aus Ecuador und sie hat halt gute Beziehungen zu diesem Laden, der diese Hüte vertreibt. Okay. Und dieses Shooting habe ich gemacht für ein neues Model. Also sie möchte gerne ins Model-Business einsteigen und das war eine Auftragsarbeit. Habe für sie quasi die Setcard geschossen. Und da kam es eben auch darauf an, dass wir so verschiedene Sachen machen. Ne? Also sie einmal ein bisschen mehr Fashion zeigen, natürlich auch die Polaroids und so weiter. Klar, und mit dem Bild kommst du den Job noch nicht über. Nein. Das aber als Teil von der Serie natürlich. Genau, als Teil der Serie. Und vor allen Dingen die Jessica war dann diejenige, die die Sachen mitgebracht hat, also die Hüte und so weiter. Die hat gesagt, Mensch, das passt zu der Alma, weil sie ist auch... Sie hat südamerikanische Eltern, also die Mutter kommt aus Peru und da hat sie gesagt, das passt doch super zu ihr. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht, das war ihre Idee. Mhm. Und dann haben wir wirklich angefangen halt mit diesen Hüten zu schießen und da war für mich so ein Bild, das war für mich einfach ein Traum. Also dieses, das sieht so ein bisschen nach Tango Argentina aus und so. Und das ist so ganz typisch, das habe ich vorher gar nicht im Kopf gehabt, als wir mit dem Shooting gestartet sind, sondern das ist auch für mich sehr typisch. Na klar habe ich einen Plan. Ich mache jetzt kein Moodboard in dem Sinne, wo ich genau gezeichnet habe, was ich machen will. Aber ich habe schon eine Idee, was für Bilder ich machen möchte. Aber häufig entwickeln sich die Dinge dann auch. Und eben im Team zu arbeiten mit Model oder auch mit Make-up-Artistin, die dann auch nochmal Ideen haben und das irgendwie alles zusammenzubringen. Und das finde ich, das gehört für mich auch zu einem gelungenen Shooting dabei. Nicht nur, dass schöne Bilder dabei rauskommen, sondern dass jeder seinen Spaß gehabt hat und jeder auf seine Kosten gekommen ist. Auf jeden Fall. Und am Schluss noch mal. Einer der wenigen Männer, die ich habe. Ich habe noch andere Bilder gesehen. Das ist so auf, weiß auch nicht, was für ein Jahr zurückdatiert oder gemacht. Ja. Ich hätte es nicht ausgewählt, aber wieso hast du es ausgewählt? Ja. Was ist an dem speziell? Also, sag mir, warum du es nicht ausgewählt hättest. Ja, ich bin halt nicht Fan von. Ich schaue eigentlich gerne Filme mit Kostüm und Okay. Das ist überhaupt nicht meins. Also, die Zeit ist überhaupt nicht meins. Es passt wahrscheinlich sehr gut in die Zeit. Also man würde nicht meinen, dass das heute gemacht worden ist, in der heutigen Zeit. Man könnte wirklich meinen, sagen, das Bild, das von damals ist. Ja. Aber ja, mich spricht es nicht an, weil ich einfach nicht in dieser Zeit daheim bin. Okay. Vielleicht ist es für mich ein besonderes Bild wegen der Entstehungsgeschichte. Mhm. Also der porträtierte Mensch dort ist ein Freund von mir und auch ein sehr guter Fotograf. Das ist der Holger van Dreumel. Und der hat sich so ganz tolle handgemalte Hintergründe bestellt. Diese Olifants. Mhm. Ja? Also nicht von Olifant, weil die kann man ja nicht bezahlen. Aber es gibt da so einen Künstler, ich glaube in Serbien sitzt der, und der macht das auf Bestellung. Und da hat er sich 3, 4 von diesen Dingern bestellt. Und dann hat er gesagt, Mensch Oliver, wollen wir nicht mal die Dinge ausprobieren? Und dann haben wir uns einfach sonntags morgens getroffen bei ihm in der Wohnung und haben mit diesen Hintergründen da rumgeschossen. Ja. Und er ist halt so ein Verrückter. Also der geht auch zu diesen Treffen hin. Also das ist kein Kostüm, das ist ganz wichtig. Sorge. Das ist ein nach Originalschnitt mit Originalmaterialien nachgefertigte preußische Gardeuniform. Also das Ding könnte im Museum hängen. Das ist wirklich, also vom Schnitt her, der hat, weiß nicht, jahrelang einen Schneider gesucht, der überhaupt noch diese alten Schnitte beherrscht, das Material zusammengetragen. Also ich weiß nicht, was das gekostet hat, das hat er mir nicht gesagt, aber das muss ein Vermögen gekostet haben. Aber er ist da halt so ein ganz Verrückter, der ist auch zu diesem Waterloo-Treffen gegangen und so weiter. Und da habe ich gesagt, so Holger, wenn ich jetzt schon bei dir bin, dann musst du jetzt für mich einmal dieses Ding anziehen und ich mache da jetzt ein Porträt von dir. Und ich finde es einfach richtig geil, weil es ein richtig gutes Männerporträt ist und weil es seinem Charakter einfach entspricht. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh über dieses Bild. Okay. Ja, es ist sicher von der Zeit her passend, aber das ist nicht so. Nicht dein Ding, ja. Nicht so mies. Okay. Hast du noch irgendwelche Tipps, die man wissen muss als
People-Fotograf, wenn man anfängt. Ja. Also, was haben wir gesagt? Ne? Man soll Menschen mögen, das ist wichtig. Jawohl. Kommunikation vor und während dem Shooting. Was für mich wichtig ist, also gelungenes Shooting, wenn nicht nur die Bilder hinterher toll sind, sondern wenn die Leute ihren Spaß gehabt haben. Mhm. Also das kommt ja jetzt immer noch darauf an, in was für einem Bereich ich bin. Aber wenn ich, auch wenn ich zahlende Kunden habe und so weiter, die sollen einfach einen guten Tag haben oder einen guten halben Tag haben. Ich glaube, das ist wichtig. Equipment. Ich glaube, beim Equipment ist das Wichtigste, benutzt doch euren Kram, den ihr habt. Es hat jeder sicher genug Sachen. Genug, genug. Und es hat wahrscheinlich, das Equipment kann mehr als man selbst. Und das, man kann es ja auch mal anders einsetzen. Genau. Also man muss es ja nicht immer so einsetzen, wie es in den Lehrbüchern steht, wobei das auch wichtig ist. Das ist zumindest mein Ansatz gewesen. Und alles, was ich ja sage, ist mein Ansatz. Das kann richtig oder falsch sein, aber so habe ich es gemacht. Ja, man muss die Regeln kennen, man muss sie lernen, weil man muss wissen, wann man sie brechen sollte. Ja, also ich finde einfach, ich finde das nicht kreativ, wenn man sagt, ich mache jetzt einfach alles ganz anders, sondern die Regeln verstehen, aber dann eben auch in einem gewissen Umfang oder zur richtigen Zeit die Regeln auch brechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, und auch ausprobieren, mal genau. Etwas Neues, mal etwas ganz anderes probieren. Nicht Perspektive. Einfach, ich hab noch jetzt wieder letztens einen Artikel gelesen, ja, wie wichtig das ist, dass man keinen Weitwinkel bei Porträts benutzt und dass man immer auf Augenhöhe ist. So ein Quatsch. Ich habe richtig geile Porträts gemacht mit einem Weitwinkel. Man muss natürlich wissen, wie man es einsetzt. Natürlich kann ich nicht mit einem super Weitwinkel, ja, mit so einer Nase. Du kannst schon, aber es gibt auch andere Bilder. Aber du kannst schon vorher oder nachher machen, oder ein Portrait-Shooting, vorher, um die Leute ein bisschen locker machen, oder nachher einfach zu denken, jetzt probierst du noch irgendetwas aus. Weil aber nehmt doch euer Equipment, was ihr habt, und da kann man so viel mitmachen. Na klar, muss man ab und zu mal ins Fotoreschli kommen und wieder gucken. Das wollen wir ja alle. Ne? Wir wollen mal wieder Dinge neu ausprobieren, oder da hat man irgendwas gesehen und so. Das ist auch okay, aber ich glaube, ich habe halt viele getroffen, die gesagt haben, ja, ich kann das nicht machen, weil ich habe das nicht. Ausrede gibt es einen Haufen. Ja, und ich glaube, das ist aber das glaub, ist ganz wichtig. Aber ich glaube, du hast genug Equipment, und sonst kannst du Fensterlicht nehmen, oder kannst du rausgehen. Ja. Ich habe angefangen, mein erstes Portrait-Shooting, das war ein bezahltes Shooting, was ich gemacht habe, mit Baustrahlern und Styroporplatten als Reflektoren. Ja. Funktioniert auch. Wie hat Fotografie deine dein Leben verändert? Oder haben wir noch eine Stunde Zeit? In zwei Sätzen. Oh, das ist schwierig. Also es hat mein Leben sehr deutlich verändert. Hast du Make-up-Artistin beim Fotografieren kennengelernt? Oder hast nein, die habe ich auf eine andere Art und Weise kennengelernt. Aber dann hat sich herausgestellt, dass sie Make-up-Artistin ist. Und das passt natürlich super. Es hat mein Leben insofern verändert, dass ich auf viele Dinge eine neue Sichtweise bekommen habe. Weil das ist ja quasi in der Fotografie sprichwörtlich seine Perspektive verändern. Und das habe ich auch auf mein Leben übertragen. Ich glaube, dass ich kreativer geworden bin, auch in meinem eigentlichen Beruf. Ja, denn ich mache das ja nicht, ich mache das ja nicht, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern ich merke einfach, dass diese Kreativität, die ich nicht von Natur aus habe. Es gibt ja Menschen, die sind von Natur aus kreativ. Das war ich nicht. Ich musste das wirklich lernen. Aber das geht jetzt auch in mein anderes Leben. Und ich habe einfach, und das ist für mich das Wichtigste, unglaublich tolle Menschen kennengelernt durch die Fotografie, die auch so gar nichts mit meinem eigentlichen Leben zu tun haben. Und das finde ich einfach sehr schön. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Okay, alles klar. Vielen Dank. Danke. Danke, dass ich da sein durfte. Gern geschehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Folge dem auf Instagram, Facebook, und wenn die Webseite kommt, genau, kommt auf die Webseite. Tschüss. Danke, ciao.